Ökologie ist für uns als linke Grüne ganz klar ein ganz wesentlicher Bestandteil der sozialen Frage gewesen. Das heißt, Ökologie war nicht eine Mittelschichtsgeschichte von sortiere deinen Müll getrennt und habe irgendwie nette Blumen im Vorgarten und füttere deine Kinder nur mit Biofutter und stricke nur irgendwie handgestricktes, links siebenmal gedrehte Wolle zu irgendwelchen wunderbaren Pullovern. Also dieser ganze esoterische oder bürgerliche Spinnekram war nicht das, was wir unter Ökologie verstanden, sondern für uns war Ökologie ein Teil der elementaren Lebensbedingungen von Menschen und damit sind wir rein auch in Betriebe. Das heißt, uns interessierte, warum wird bei der Höchst AG, warum werden in der Abteilung, wo aromatische Amine verarbeitet werden, so viele Menschen, warum kriegen so viele Blasenkrebs oder Nierenkrebs? Und warum sind vor allem da Portugiesen und Spanier, die kein Deutsch sprechen, eingesetzt? Das heißt, wir sind rein da, wo Leute lebten und arbeiteten und auch ganz klar mit Bezügen auf Teile der Arbeiterbewegung. Das war für uns selbstverständlich. Und das ist jetzt ja inzwischen vollkommen gelöst. Es gibt, wir haben damals Auseinandersetzungen geführt mit der Höchst AG über ihre Produktionslinien, mit dem, was sie nach Indien oder nach Lateinamerika exportieren, was sie mit ihren Pharmazeutika machen, was Pestizide bedeuten, wohin der Abfall geht, wie die Arbeitsbedingungen der Menschen in allen Produktionsabteilungen des Konzerns sind, auch bei Bayer, bei BASF. Es gab überall Ansätze, auch Verbindungen zu linken Betriebsleuten in den jeweiligen Konzernen. Das war eine ganz klare Orientierung. Es gab Konferenzen Zukunft der Arbeit, die immer diese Beziehungen bedeuteten. Es gab Chemikalienkongresse, die immer das Leben im Produktionsbereich, also was weiß ich, von Konsumgütern, Essen, Spielzeug bis sonst was, bis hin zu der Entstehungsgeschichte und bis hin zu der Beschaffung der Ressourcen für die jeweiligen Produkte bedeutet. Immer die ganze Produktionskette, die ist heute komplett zerschnitten. Heute ist es wirklich nur, der gut situierte Verbraucher wird beraten darüber, wie er gesünder lebt als andere Menschen. Ja? Und wer sich das nicht leisten kann, hat leider Pech gehabt. Es ist ein komplettes neokonservatives Rollback und hat mit dem, was Ökologie mal war, nichts mehr zu tun. Und wenn ich heute höre, ist das nicht wunderbar, dass das Thema Ökologie sich durchgesetzt hat, sage ich, bitteschön, wo überhaupt? Es ist komplett gelöst von der sozialen Frage und von dem, was Menschen wirklich bedrückt, gerade solche, die wenig oder kein Geld haben.